Wir haben uns zu unserer ersten konstituierenden Sitzung zusammengefunden und haben gleich drängende Fragen der Bundesregierung bearbeitet. Es hat über 7 Stunden gedauert, 22 Köpfe haben sich zusammengefunden und die drängenden Themen intensiv diskutiert. Es sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Expertinnen und Experten aus allen Bereichen, die Sie schon kennen und denen genauso wie uns der Kampf gegen die Pandemie sehr wichtig ist. Wir haben die aktuelle Lage beurteilt. Wir haben Schlüsse für Empfehlungen getroffen. Das tun wir. Wir tragen Fakten und Daten zusammen. Wir beraten gemeinsam über die Einschätzung und geben Empfehlungen ab. Die Bundesregierung hat diese unsere Empfehlungen gemeinsam mit den Bundesländern breit diskutiert. Die Empfehlungen wurden vorgestellt und wurden einhellig mitgetragen. Wir dürfen Ihnen nun berichten, dass die Empfehlungen wie folgt umgesetzt werden. Ich darf Ihnen zu diesen Empfehlungen einen kurzen Vorausblick geben, was denn das Überthema zu diesen Empfehlungen ist. Es geht nämlich natürlich um Omikron. Omikron stellt uns vor die nächste große epidemiologische Herausforderung. International sehen wir bereits Reaktionen auf wirklich drastisch steigende Infektionszahlen. Wir sehen auch bei uns in den ganz frischen Prognoserechnungen, auch bei uns wird es zu drastischen Änderungen kommen. Wir wissen bei Weitem noch nicht alles über die Variante. Wir werden hier jeden Tag schlauer. Was wir aber wissen, ist, dass Omikron schnell ist und dass wir entsprechend rasch reagieren müssen. Vor diesem Hintergrund haben wir mehrere Themen beraten. Das erste Thema ist, wie gehen wir kurzfristig mit Omikron um? Wir alle wissen, es stehen entscheidende Feiertage vor uns. Es sind sehr wichtige Feiertage für unser Land. Und unser Punkt ist, wir müssen die Zeit, die wir uns jetzt ein bisschen verschafft haben, wir haben immer von einer kleinen Atempause gesprochen, wir müssen diese Zeit, die wir uns verschafft haben, gut nützen. Zum einen, um mehr über Omikron erfahren zu können und zum anderen, um besonders den Krankenanstalten weiter Zeit zu geben, die Intensivstationen zu entlasten. Es geht darum, dass die Betten, die durch Covid belegt sind, jetzt einen sinkenden Trend erfahren. Wir wollen diesem sinkenden Trend so lang wie möglich Zeit geben, weiter fortzufahren. Diese Entlastung findet langsam und schleichend statt. Deswegen ist Zeit hier der entscheidende Faktor. Im internationalen Vergleich gehen wir von einem sehr hohen Schutzniveau bereits aus. Wir haben einen Lockdown für Ungeimpfte. Wir haben Masken. Wir haben ein gutes Impfregime. Wir sind mit der Boosterung voran. Herr Generalleutnant wird das näher ausführen. Um was geht es uns jetzt? Wir müssen uns auf Omikron vorbereiten. Das heißt wie folgt. Wir werden in der Gastronomie die Öffnungszeiten verkürzen. Wir werden die Sperrstunde auf 22 Uhr verlegen. Das Ganze geht ab 27. Dezember los. Das heißt, wir werden die Weihnachtsfeiertage verbringen, wie sie vereinbart sind, und ab dem 27. Dezember diese ersten Maßnahmen setzen. Ich beginne nochmal mit der Gastronomie. Hier gilt die 2G-Regel. Das haben wir schon eingeführt. Die Sperrstunde verkürzen wir auf 22 Uhr. Dieses Maßnahmenpaket Gastronomie gilt auch für den 31. Dezember. Wir sind uns in der GECKO-Kommission einig, dass wir Ihnen von Silvesterfeiern dringend abraten wollen. Feiern Sie Silvester im kleinen, sicheren Kreis. Treffen Sie sich mit Geimpften. Lassen Sie sich testen. Feiern Sie Silvester im kleinen Kreis. Das ist in Anbetracht von Omikron die beste Variante. Gleichzeitig geht es um die Veranstaltungen. Wenn wir über Silvester sprechen, dann sprechen wir natürlich über Veranstaltungen. Generell müssen wir unterscheiden zwischen Indoor- und Outdoor-Settings. Und wir versuchen, diese Regelungen anzugleichen. Diese Regelungen sind, weil sie mit den Bundesländern abgestimmt, natürlich auch bundesweit gültig. Versuchen wir es so einzugrenzen. Es geht prinzipiell um das Setting von 25 Personen. 25 Personen sind die Maßgröße, mit der man jetzt rechnen soll. Es geht um das Thema ohne zugewiesene Sitzplätze. Das heißt, das besondere Setting, wo sich Menschen ohne Abstand zusammenfinden. Das ist ein hohes Risikosetting. Deswegen sind dort
die Höchstgrenze 25 Personen. Klar stellen wir weiter, dass bestehende Regeln gelten. Es gilt 2G, es gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Das kennen wir schon. Indoor mit zugewiesenen Sitzplätzen. Wir bleiben beim Indoor-Setting. Auch hier haben wir den Zutritt mit 2G. Wir haben die FFP2-Maskenpflicht. Wir haben eine Höchstgrenze von, und jetzt kommt das Neue, von verschiedenen Personengruppen. Wir wissen, dass sich besondere die Ansammlung von Menschen in besonderer Anzahl, in besonders erhöhter Anzahl natürlich einem besonderen Risiko wieder aussetzen. Die Höchstgrenze von 500 Personen ist im 2G-Setting, Höchstgrenze von 1000 Personen im 2G-Plus-Setting und bei 2000 Personen, und das ist die Obergrenze, besteht eine 3-Stich-Plus-Regel sozusagen. Hier gilt das für Geboosterte, das heißt 3 Dosen und getestet. 2000 Personen sind in Anbetracht einer großen Omikron-Gefahr eine recht große Menschenmenge, deswegen sehen wir uns in der Lage, entsprechend schützen zu können. Das tun wir mit dieser besonderen Regelung. Outdoor, gehen wir in den Outdoor-Bereich. Outdoor ohne zugewiesene Sitzplätze. Hier sind wir wieder bei unserer 25-Personen-Gruppe. Hier gilt auch die 2G-Regel und die FFP2-Maskenpflicht im Rahmen von Veranstaltungen. Outdoor mit zugewiesenen Sitzplätzen, auch hier gilt 2G und Maskenpflicht. Und hier haben wir ebenfalls wieder die Personengrenze von vorher, nämlich 500 Personen, 1000 Personen mit 2G plus und 2000 Personen mit 3 Stichen plus. Wir haben uns weiters bei Omikron mit dem Thema der Einreise beschäftigt. Es geht ja darum, dass wir das Thema Omikron möglichst weit zurückschieben sollen. Wir wollen Zeit gewinnen. Wir wissen, Omikron ist bereits im Lande. Es geht aber darum, nicht weitere Einträge von Omikron unnötig zuzulassen. Deswegen haben wir uns entschlossen, die Einreiseverordnung insofern zu adaptieren, als dass 4 Länder auf die sogenannte Anlage 1 der Einreiseverordnung kommen, was Virusvariantengebiete betrifft. Hier reden wir über Großbritannien, UK, die Niederlande, wir reden über Dänemark und Norwegen. Das sind bereits diskutierte Länder, und in all diesen Ländern sehen wir drastisch steigende Fallzahlen und sehen wir einen hohen Omikron-Ersatz von Delta. Was heißt das jetzt für die Einreise? Wir haben hier auch eine Ausnahme vorgesehen, nämlich für Personen, die ebenfalls den 3. Stich erhalten haben und einen PCR-Test vorsehen. Für diese Personen gilt bei Einreise aus einem Virusvariantengebiet keine Quarantäne. Das kennen wir schon. Einreise aus Virusvariantengebiet heißt Quarantäneregel. Für Personen mit 3 Stichen plus PCR-Test gilt diese Regelung nicht.